Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Ten. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Ten. In diesem Video zeige ich euch die Abläufe. Abschließend gibt es dann auch ein kleines Fazit. Ten erschien ursprünglich im Jahr 2021 schon in einer englischen Version bei AEG. Und ja, es kam so gut an, dass sich letztendlich auch ein Verlag darum bemüht hat, das Ganze in einer deutschen Version zu veröffentlichen. 2022, und das war Game Factory. Ten ist von den Autoren Molly Johnson, Sean Stankovic und Robert Melvin. Es ist ein Kartenspiel, hat unterschiedliche Mechanismen, hat ein Zockerelement, Can't-Stop-Mechanismus, Beat-Spiel, Sammelspiel, hat also sehr viel zu bieten. Es ist für 1 bis 5 Personen, 10 Jahre, spricht also für ein etwas anspruchsvolleres Spiel, geht aber recht schnell, 30 Minuten. Und ich versuche es euch spielerisch zu zeigen. Und was ist überhaupt Aufgabe in dem Spiel? Ihr seht schon mal die Auslage, etwas habe ich vorbereitet, wir sind mitten in einer Partie. Die zwei Karten liegen auf der Seite, die bilden den Markt. Und ja, diese zwei Karten sind super, wenn ich die hätte. Weil mit 4 und 5 hätte ich schon mal 2 Punkte. Gleiche Farbe und noch aufsteigen bzw. absteigen. Ihr sammelt also unterschiedliche Farbkarten. Aufsteigende, absteigende. Also zusammenhängend sollten sein. Je nachdem verknüpft mit einem Joker. 1 bis 9 ist möglich. Wenn ihr das habt, 1 bis 9, dann bekommt ihr 10 Punkte. Wenn ihr die beiden Karten also am Ende habt, habt ihr 2 Punkte. Aber es sollen natürlich noch weitere hinzukommen. Und das ist eure Aufgabe. Ihr habt auch Geld. 5 Geldmarker habt ihr. Die verzockt Marker mit dem Wert 3, also 3 Geldeinheiten, die legt ihr zur Seite. Denkt dran, aber mehr als 10 Geld dürft ihr nicht haben. Und da ist ein Riesenstapel. Und ja, bevor ihr beginnt, müsst ihr schauen, abhängig von der Spielanzahl, müsst ihr nämlich gewisse Karten aussortieren. Also nicht mit dem ganzen Stapel dann spielen, sondern ihr müsst da Karten aussortieren. Und dann kann es schon beginnen. Dann beginnen wir einfach mal mit dem Zocken. Und ihr kennt mich, ich zocke gerne, aber ich habe ein bisschen was vorbereitet, um euch das spielerisch zu zeigen, weil das Spiel hat einige Facetten. Da muss man erst einmal die ganze Anleitung lesen und dann nachvollziehen, ah, okay, in dem Schritt wird das und das gemacht. Und das habe ich vorbereitet. Das heißt, die erste Karte, die lege ich hier aus. Das ist eine 1. Jetzt könnte ich aufhören, ja, und nehme mir die 1. Ja, aber ich zocke gern. Was bringt mir denn die 1? Ja, gut, schon mal ein Anfang. Ich muss nicht mit der 1 beginnen. Ich kann auch zwischendrin mit irgendwelchen Zahlenwerten beginnen, wenn ich sammle. Nach unten, dann nach oben. Aber solange der Wert 10 nicht überschritten ist, kann ich ja weitermachen. Also, ich kann auf jeden Fall weiter zocken. Ich decke die nächste Karte auf. Oh. Schlecht. Die 6. Was mache ich jetzt? Eigentlich zwei gute Karten. Nehme ich die jetzt? Wenn ich jetzt über dem Wert 10 bin, ja gut, dann bekomme ich einen Verzockt-Marker, so ein weißer Marker. Da ist kein Limit. Bei den schwarzen Markern, Geldmarkern 10. Limit 10. Immer 10. Verzockt-Marker kein Limit. Aber ich spiele gerne weiter. Oder nehme ich die 5 und die 1? Nein, ich spiele weiter. Ein Joker. Ein Joker. Da gibt es verschiedene Joker. Auch mit so einer Raute, wo eine beliebige Zahl. Aber der Joker wird jetzt versteigert. Also kurze Unterbrechung. Ey, wir versteigern diesen Joker. So ein bisschen muss man sich dran gewöhnen. Und zwar fangen wir beim nächsten links von mir, fangen wir an. Und jeder darf nur ein Gebot abgeben. Überlegt euch also, was ihr bietet. Habt ihr überhaupt noch Geld zur Verfügung? Weil das kann passieren, dass der eine oder andere das gerade mit einer Münze dann ersteigert, mit einem schwarzen Chip. Oder er opfert verzockt Marker. Ja, Krückgeld bekommt man nicht. Das ist man selber schuld. Das heißt, diese Karte wird versteigert. Und die bekommt dann hoffentlich auch jemand mit Sicherheit. Etwas Geld hat man immer zur Seite und dann holt man sich auch gerne diese Karte. Weiter geht's. Die 1 kommt zur Seite. Es geht weiter. Ja, ich mache weiter. Ganz klar, ich mache weiter. Okay, was ist denn das für eine Karte? Es gibt hier Geldchips. Naja, nicht für jeden. Müssen wir einfach mal schauen. Ich könnte jetzt aufhören. Und ich nehme mir einfach das Geld. 3 Geldmarker. Und dann kommen diese Karten dann in den Markt. Aber ich zock weiter. Wenn ich natürlich die 3 Geld nehme, gehen die anderen komplett leer aus. Die kriegen nichts und ich habe dann schon 8 Geld. Ist also schon mal eine Option. Gleichzeitig ist aber noch eine gewisse, ja, Besonderheit hier in dem Spiel. Weil 1, 5 sind mal bei 6 und durch diesen Geldmarker wird es plötzlich keine 6 mehr, sondern wir sind jetzt bei 3. Wir haben jetzt also einen Gesamtwert von 3. Boah, da mache ich natürlich weiter. Wird schon keine hohe Zahl kommen. Ich mache also weiter. Und ich habe jetzt hier diese Karte. Natürlich die Frage, was man macht. Nehme ich jetzt alle Karten? Was mache ich jetzt? Höre ich auf oder zocke ich nochmal weiter?
Ich würde weiter zocken, wie ihr mich kennt. Der eine oder andere wird sagen, nein Jörg, lass es. Das sind drei Karten, ist schon mal gut. Eine 1 und eine 2 rot ist auch super. Hab's natürlich vorbereitet, dass ich euch das ein bisschen zeigen kann. Und ich höre auf. Das heißt, ich nehme mir diese drei Karten und lege die vor mir ab. Die Mitspieler, die freuen sich aber auch, nicht für mich, weil ich die drei Karten habe. Nein, die freuen sich, weil jeder von meinen Mitspielern bekommt jetzt drei Geldchips. Und die kommen dann raus. Das ist also die Option, die ihr habt. Schauen wir mal, was jetzt gekommen wäre. Ja, ihr merkt, drüber. Das heißt, wenn ich jetzt drüber wäre, ja, dann wären die Karten in den Markt gekommen. Auch nicht so toll. Also, genau alles richtig gemacht. Habe ich schon mal ein paar Pünktchen gesammelt fürs Spielende. So, und damit das auch klar ist, hat jeder so eine Übersicht vor sich. Und anhand dieser Übersicht kann man das gut nachvollziehen. Das heißt, in der ersten Phase Karte ziehen. Ist ein Joker, wird sofort eine Aktion eingeläutet. Ich kann es euch auch hier nochmal zeigen, aber es ist fast klein. Aber hier wird das alles nochmal dargestellt. Und dann müsst ihr schauen, in welche Richtung geht's. Eine von diesen drei. Habt ihr also Zahlenkarten, Belohnung, Geldkarte, beziehungsweise habt ihr euch verzockt. Bei verzockt ist sofort das Spielende. Dann kriegt ihr nur noch einen Verzocktmarker. Und dann müsst ihr natürlich überlegen, was ihr macht. Die Auktion wird immer parallel durchgeführt. Nehmt ihr euch Zahlenkarten, nehmt ihr euch die Geldkarten. Ja, wenn ich kein Geld habe, dann nehme ich sogar manchmal das Geld, weil ein bisschen Geld ist durchaus wichtig. Beziehungsweise verzockt. Da muss man dann einfach schauen. Und ja, wenn man sich verzockt, beziehungsweise Karten nicht nimmt oder Geld, dann kommen die natürlich in den Markt und bilden natürlich auch eine Möglichkeit zu kaufen. Das habe ich nämlich noch gar nicht gesagt. Weil, wenn ich jetzt hier Belohnung, mir Zahlenkarten genommen habe, das habe ich ja jetzt gemacht. Ich habe mir keine Geldkarte genommen. Ich habe mich nicht verzockt. Nein, ich habe aufgehört. Ich habe mir jetzt diese drei Karten genommen. Dann kann ich mir Karten kaufen. Das heißt, in der zweiten Phase. Da liegt doch die 4 und die 5. Die machen wir wieder zurück. Die 4 und die 5, die liegt ja da. Die kann ich mir jetzt kaufen, wenn ich Geld hätte. Aber ich habe das Geld vorhin schon ausgegeben. Das heißt, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, mir noch Zahlenkarten zu kaufen. Natürlich mit den Markern, die ich vor mir liegen habe. Und wenn ich 10 Geld habe, dann werde ich durchaus kaufen. Weil ich kann nicht mehr als 10 schwarze Marker vor mir liegen haben. Also ihr merkt, das Spiel hat einige Facetten. Ich habe es euch jetzt versucht, auf die Art und Weise spielerisch zu zeigen. Ich hoffe, das ist mir gelungen. Ihr dürft es gerne in den Kommentaren schreiben, ob das soweit für euch passend war. Aber das war auch schon das ganze Spiel 10. Gespielt wird, bis der Stapel ja weg ist. Und dann zählt ihr eure Punkte und der oder diejenige mit den meisten Punkten hat gewonnen. Und damit gehen wir auch schon über zum Fazit. 10. Ein sehr erfolgreiches Spiel bereits im Jahr 2021. Viele haben sich jetzt nicht von der Sprache blenden lassen, englischsprachig. Ja, ich schon. Ich habe dann gedacht, ich warte, wenn das so gut ist, dann kommt es früher oder später. Das ist übrigens jedes Jahr so. Es gibt immer ein paar Spiele, wo ich denke, hätte ich gerne, aber na, warten wir lieber mal. Das brauche ich nicht. Ein halbes Jahr später erscheint es oder sogar kurze Zeit später, teilweise sogar Monate später erscheint es dann plötzlich bei einem Verlag in der deutschen Version. Und das war auch hier der Fall. Manchmal braucht es ein bisschen länger, aber das Spiel ist der erfolgreich und sehr beliebt, auch bei uns sehr beliebt. Landet regelmäßig auf dem Tisch, jetzt natürlich in der deutschen Version und macht recht Spaß. Viel Spaß. Ja, Spaß für die Familie oder für die Kenner. Ist angegeben ab 10 Jahre, spricht also eher für so ein Kennerspiel, weil es hat schon einige Facetten, einiges, wo man beachten muss. Das ist nicht so einfach, das als Familie gleich zu verstehen, es sei denn, ihr habt viel Erfahrung, schon ein bisschen viel Erfahrung, was Spiele angeht, mit Kartenspiele. Und ich glaube, hoffentlich mit meinen Abläufen, dann mit dieser Übersicht, da ist auf beiden Seiten alles hinterlegt. Phase 1, Phase 2, Auktionen ist hier dargestellt. Auch was passiert beim Verzocken, ist sogar nur ein Beispiel hinterlegt. Also damit sollte man klar kommen. Aber die Entscheidung trifft ihr. Ich finde es ein richtig gutes Kartenspiel. Uns gefällt es. Wir mögen das. Es macht einfach Spaß. Zocken. Die erste Runde total in die Binse gegangen. Wir hatten Karten liegen lassen. Wir haben kaum Punkte bekommen, bis wir dann verstanden haben, auf was man achten muss in dem Spiel. Und denkt auf jeden Fall dran, abhängig von den Symbolen, die hier hinterlegt ist, also auf den Karten angezeigt wird, vielleicht etwas passenderes Wort, was angezeigt wird, dass ihr die aussortiert, abhängig von der Spielanzahl. Weil mit allen Karten zu spielen, das funktioniert dann eher nicht so gut. Also sortiert die Karten aus, die ihr nicht benötigt, abhängig von der Spielanzahl. Das wird auch in der Anleitung angezeigt. Ja, 10. Game Factory. Wenn ihr es euch holen wollt, schaut ihr nach dem beim Handel oder nutzt die unten genannten Links. Ihr wisst ja, ihr unterstützt uns automatisch, zahlt nicht mehr. Und das müssen keine Spiele sein. Dürfen auch andere Produkte sein, aber ich wiederhole es gerne, weil viele nutzen das, viele machen das. Bleibt euch überlassen, aber ja. Tolles Spiel. Tolles Kartenspiel. Sieht so unscheinbar aus, ist aber richtig gut. Bin auf eure Meinung gespannt. Ja, ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald.